So, moin moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum zweiten Teil von meiner Let's Play-Reihe World of Warcraft The Burning Crusade Classic und wir leveln heute fleißig unseren Blutelfen-Paladin weiter. Wir machen genau dort weiter, wo wir aufgehört haben. Wir haben uns ja auf dieser Bank hier ausgelockt und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange rum und fangen direkt an. In diesem Let's Play hier wollen wir uns das komplette Gebiet der Blutelfen, also das Startgebiet der Blutelfen, mal in Ruhe anschauen. Wir werden auch hier die Geisterlande uns ein bisschen anschauen. Das Ganze befindet sich am nördlichsten Punkt von den östlichen Königreichen. Im alten Gebiet von WoW, hier starten die Draenei. Also falls ihr das nicht wissen solltet, die Blutelfen und die Draenei, die starten quasi nicht direkt in der Scherbenwelt, sondern die starten hier auch in Azeroth. So. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an und gucken mal, ob Lantan Perilon eine weitere interessante Aufgabe für uns bereithält. So, einer unserer Verräter haust oben in der Akademie von Faldrien. Filendrin ist sein Name. Er wurde aus dem Reich der Blutelfen verbannt, da er die Warnungen unserer Lehrer und Ältesten missachtet hat. Er ist der Schlimmste unserer Art, da er nur nach der Befriedigung seines unstillbaren Magieverlangens strebt. Er hat sich der Kontrolle verweigert und ist nur noch ein Schatten seines einzigen Selbst, einer Getriebenen. Und er stellt eine Bedrohung für den Sonnenturm dar. Vernichtet ihn und die Gespenster, die er sich als Diener zu nutzen macht. Bleibt wachsam. Natürlich, selbstverständlich. Okay. Wir sollen also zur Akademie von Faldrien. Es müsste eigentlich hier dieses Gedönste sein. Und ich würde sagen, dort gehen wir jetzt mal hin. So, Filendrin, der Verbannte. Wir müssen ihn und 8 Arkangespenster killen. Okay, hier ist schon ein Blutelf-Mage am Start. Moin, grüß dich. Moin, moin, servus, moin. Aber wir gehen natürlich wagemutig voran mit unserer heiligen Paladin-Kreatur. Tocke. Stirb! Ja, Freunde der Nacht, wie ist es euch ergangen? Schreibt es mir in die Kommentare. Wie geht es euch gerade? Was macht ihr gerade in WoW? Seid ihr quasi immer noch am Raidloggen in Burning Crusade? Oder seid ihr schon am Tryhard vorbereiten für WOTLK? Was ja mehr oder weniger anscheinend auch kommen soll. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich spiele Death Knight. Habe ich irgendwie Bock drauf. Ich glaube, ich werde mir diese ganze Scheiße mit dem Schurken nicht mehr geben. Aber mal schauen. So, jetzt haben wir es hier mit Mage verbrüdert. Hi. Habe ich mal angenommen hier. Warum nicht? Ich muss mir gerade nochmal so einen Kanal machen. Kann ich denn ein neues Fenster hinzufügen? Ah, hier. Chillen. Ja. Damit ich nochmal ein bisschen in Ruhe mit dem hier schreiben kann. Oh, der wollte uns Wasser geben. Ah, nein. Sorry. Ist er da? Thanks. So. Ja, Paladin noch nie gespielt, ey. Also wirklich. Obwohl, oh nee, okay. Nee, sorry, sorry. Ich habe schon mal einen Paladin gespielt. Aber wirklich jetzt im Original, also das letzte Mal im originalen Burning Crusade. So 2008 oder 2007, ne? Und seitdem nie wieder. Da auch nur, ja, den habe ich nicht wirklich selber gelevelt, aber ich habe ihn gespielt, ja, alles so ein bisschen weird gewesen damals, ne? Der ein oder andere von euch wird sich vielleicht erinnern. Damals hat man ja auch dann so zum Teil auf eBay mal geschaut, ob man da auch Zugriff auf gewisse, ja, Accounts hat, auf jeden Fall
Ja, habe ich einen Paladin gespielt, aber nur für ein paar Monate. Und war dann ein bisschen so in Dungeons unterwegs, hab ein bisschen. Er hatte relativ gutes Gear auch schon. War da in Dungeons unterwegs und hab ein bisschen rumgeheilt. Aber hab den jetzt nicht irgendwie in der Arena gespielt oder irgendwie intensiv oder geradet oder so. Wirklich, ich glaube, ich echt nur Dungeons gemacht, irgendwie mich gefreut, dass ich irgendwie Paladin spiele. Das war's dann auch. Um euer Ableben trauern. So, das war Philendrin, das war der ehrenwerte Philendrin. Das war ein unglaublich interessanter Bossfight an der Stelle. Unfassbar schwierig, auf jeden Fall nicht alleine hingehen. Könnte bitter enden. So, und den klatschen wir auch noch weg. Und er denkt sich, so, er hat keine Lust mehr zu leben. Er jumpt hier einfach runter wahrscheinlich. So, wieder schauen. Und eingehauen. Okay, hat er das jetzt ernsthaft geplant, da zu landen? Das war sein großer Plan gerade? Okay. Ja, wir sehen also, das Tryharden beginnt hier schon auf Level 4 im Startgebiet. Selbst hier wird schon geskippt, ja. Trash-Skipping, Leute. Ist natürlich auch im Startgebiet eine große Sache. Eine wichtige Angelegenheit. Wunderschön. Ja. Ich weiß gar nicht, bleiben wir jetzt in der Gruppe mit demjenigen? Bleibt man hier drin oder geht man dann wieder? Schwierig, schwierig. So, wir gehen erstmal abgeben auf jeden Fall. Und wir haben hier noch so einen Splitter gefunden. So, ich bin mal gespannt, was ist denn hier jetzt lore-mäßig? Was ist das denn für ein Ding? Also, das Fragment des kristallisierten Manas, das ihr bei dem Körper des besudelten Arkan-Gespenstes gefunden habt, ist äußerst sonderbar. Es ist anders als die Fragmente, die ihr vielleicht sonst gesehen habt. Es sieht so dunkel und unheimlich wie das Gespenst, von dem ihr es habt, aus. Hält man es in der Hand, wird man bereits etwas unnatürlich bedrohliches Arkanist Helion beim Vorbau des Sonnenturms auf der Insel der Sonnenwanderer. Könnte für das Fragment vielleicht Verwendung finden. Okay. Der Sieg ist nah. So, jetzt haben wir hier den Kopf abgeliefert. Lasst euch gewarnt sein. Philendrin, der Verbannte, ist nur ein Anzeichen eines viel größeren Problems. Sein Untergang wird lediglich unsere momentanen Schwierigkeiten lösen. Allen Blutelfen könnte das gleiche Schicksal wie ihn ereilen. Sollten wir unserem Verlangen gänzlich erliegen. Also es wird wieder auf das unendliche Verlangen hingewiesen. Und ding, 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 Level 5. Wunderschön. So, Unterschutz für die Kundschafter. Also, Magistrix Erona möchte, dass ihr euch nach Silbermund begebt, endlich mal, um die dortigen Bestrebungen zur Wiedereroberung zu unterstützen. Allerdings gilt es vorher noch, etwas bei der Akademie von Faldrin zu erledigen. Ihr habt uns nicht enttäuscht, die Falloina. Okay. Auf eurem Weg zum Falkenplatz südlich von hier solltet ihr mit Kundschafterin Alarion sprechen. Sie ist nicht weit von der Brücke, die Kundschafter kümmern sich um den Warenverkehr zwischen hier und dem Landesinneren der Insel. Da ihr eure Tatkräftigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt habt, denke ich, dass sie eure Hilfe sicherlich sehr begrüßen werden. Okay. Zeit ist Gold. Was ist euer Begehr? Machen wir sehr gerne. Silbermond, das ist ja auch einer der Gründe, also jetzt wirklich, warum ich mir das alles hier anschauen wollte. Weil ich einfach finde, dass es keine Hauptstadt gibt, die so geil aussieht und die so geil gemacht wurde, wie die von den Blutelfen. Also sagt mir mal gerne in den Kommentaren, ob ihr denkt, dass es eine geilere Hauptstadt gibt, aber ich bin der Meinung, also mir würde keine einfallen. Und das ist nicht irgendwie, weil ich so der übertriebene Burning Crusade-Fanboy bin und irgendwie denke, Classic war blöd oder so. Ich finde zum Beispiel das Draenei-Stadt-Elfengebiet finde ich absolut schlecht. Also die Draenei finde ich, haben sie absolut schlecht gemacht. Ich weiß bis heute gar nicht, was ist das eigentlich? Ist das eine Stadt? Was ist das? Ist das eine Höhle irgendwie? Man hat das Gefühl, die Draenei, die starten, und man kann es noch nicht mal anklicken irgendwie. Was ist das irgendwie? Die Draenei starten in irgendeinem Loch oder so? Also keine Ahnung. Die Inseln hier gefallen mir auch bei den Trainern ganz gut. Wie gesagt, das werden wir uns eventuell in einem anderen Let's Play anschauen. Aber
Und die Stadt an sich von den Draenei ist schrecklich. Wirklich schrecklich. Was ist euer Begehr? Kein Vergleich zu dem der Blutelfen. So, wir haben jetzt hier den besudelten Arkanspan abgegeben. Das ist äußerst interessant. Mit interessant meine ich beunruhigender als alles andere. Unser Bestreben nach der Zerstörung des Sonnenbrunns, wieder die Kontrolle über diese Insel zu erlangen, war eine Herausforderung. Ich vermute, welch übel auch immer der Grund für diese Verderbnis der Insel ist, dass das Fragment uns weitere Auskünfte über dessen Ursprung geben kann. Zwar weise von euch, damit zu mir zu kommen, die Phylarina. Nehmt dies als Vergütung für eure Mühen. 1 Silber und 50 Kupfer. Haltet den Kurs. Endlich reich. Endlich reich. Euer Gold ist hier willkommen. Perfekt. So, ich mache mal ein bisschen Inventory clean. Das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Schild. Hey, komm weg damit. Kann alles weg hier. Ja, Einhandwaffen. Sind eh nicht so mein Ding, ehrlich gesagt. Mit alles bereit. Lassen die Zweihandwaffen tragen können. So. Was müssen wir jetzt hier noch machen? Also. Der Schrein von Dasrima. Okay, wo ist der Schrein? Wo ist der Schrein? Und dann müssen wir noch die Seerkugel, die Rolle der Geistermagie und das Tagebuch von Solanian finden. Okay. Das ist halt wirklich das Live ohne Quest oder ohne Add-ons so, ne? Das ist halt echt ein anderes Spiel, kann man wirklich. Das ist halt wirklich ein anderes Game. Es ist einfach. Der Mage schon wieder über alle Welt, okay? Wir lieben mal. Es ist ein anderes Game, so. Game. So, wir gucken mal. Wo könnten denn die Dinger von dem liegen? Hier irgendwie auf irgendwelchen Bänken oder so? War schon so Quest-Objekt-mäßig aus hier, oder? Das Buch? Also könnt ihr euch das vorstellen, dass es mal Leute gab, die wirklich so nach einer Quest gesucht haben? Kann man sich das im heutigen WoW noch vorstellen? Eigentlich nicht, oder? Warte mal. Sehr cool, die Rolle der Geistermagie und Solanions Tagebuch brauchen wir. Warte, ich hab eine Idee, Leute. Ich hab eine Idee. Lass mich mal etwas ausprobieren. Leute, ich werde jetzt das Add-on White Quest Log aktivieren. Aber aus einem Grund. Ich hoffe, es wird mir jetzt nicht auf dem. Okay, es wird mir nichts angezeigt auf der Map. Können wir einfach alle damit. Sind wir im Reinen damit, dass ich das Addon angemacht habe, damit ihr den ganzen Text immer sehen könnt. Mich triggert das immer selber, wenn ich links immer in der Cam sehe, dass ihr immer diesen unteren Teil nicht erkennen könnt, oder? Also, ich finde, es geht hier primär irgendwie ums Questen und um die Lore und so ein bisschen. Ich finde, das Addon macht Sinn, oder? Also, Nase juckt wieder, moin. Ich finde, das macht auf jeden Fall Sinn. Dann können wir uns zumindest das hier gemeinsam in Ruhe anschauen. Meine Herren, so. Also. So, wo liegt das Gedöns von dem rum? Bei dem Tümpel, dem Brunnen und bei einem der brennenden Kristalle. Der Tümpel, der Brunnen und der brennende Kristall. Okay, also das ist schon mal ein brennender Kristall. Hier habe ich aber nichts gefunden. Okay, dann gehen wir mal rüber. Moin. Hat ich eigentlich die Fähigkeit? Ist der denn aggro? Okay. Wollte nur ein bisschen Mana klauen, mein Gott. So, dann gehen wir mal hier drüben hin und gucken mal, ob vielleicht wir hier drüben was finden.
Seerkugel, die Rolle der Geistermagie oder sein Tagebuch. Ah. Also ein Riesenschinken. Okay. Da hat er einiges niedergeschrieben, scheinbar. So, wir gehen rein. Nur was lesen? Nee. Gut, dann. Beim Tümpel und beim Brunnen. Der könnte der Tümpel sein, oder? Ey, man hat noch Erfolgserlebnisse beim Questen, Leute. Das war's früher. Das war das... Guck mal, der ist so richtig tief hier. Was ist... Oh mein Gott, was ist das für ein Tümpel, ey. Ich glaube, hier war nie jemand drin. In Burning Crusade Classic, ich bin der allererste, der hier drin ist, wirklich. Hat doch, das guckt sich doch keiner mehr an hier heutzutage. Diese Monet-Seerosen hier. Auch wenn man da noch drauf hätte stehen können gerade. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, das wäre der Dream gewesen, dieses schön rüber zu hüpfen auf den Seerosen, ey. Das waren mal so diese Erfolge, die man hatte in WoW. Hat man sich darüber gefreut, dass man hier die Kugel gefunden hat. Herrlich. Oh, wir betrachten ihn durch die Kugel. Perfekt. Herrlich, herrlich, ey, ohne Scheiß. Ich hatte gerade wirklich ein bisschen kleines Erfolgserlebnis, weil ich es einfach cool fand, dass ich ein Questobjekt gefunden habe. Das muss man sich wirklich mal zurück in Erinnerung rufen, eigentlich, ne? Das war ja wirklich Teil von dem Game Design, dass die Leute ein Erfolgserlebnis, dass ein Ziel ist, wenn man eine Quest abgeschlossen hat. Und das meine ich nicht so ironisch gemeint, sondern das meine ich absolut positiv, ne? Also darum ging es ja mal. Und wie fern man sich eigentlich davon entfernt hat. Ne? Das ist krank eigentlich, völlig krank. Tümpel beim Brunnen noch, okay. Wo ist der Brunnen? Ah. Na klar. Also gut, okay, ne, ich feiere mich jetzt hier, ne, das ist Schnalle mit der Level 4 Quest hier irgendwie. Ich vermute, also man muss sich das mal wirklich überlegen, ne, ich bin so weit von diesem Teil des Spiels entfernt, also Questen. Das ist so automatisiert über Addons und weiter, dass man da überhaupt nicht mehr nachdenkt, dass ich gerade noch nicht mal einschätzen kann, ob Questen auf einem höheren Level anspruchsvoller wird oder nicht. Noch nicht mal so eine Nase juckt gerade wieder, perfekt. So eine grundlegende Aussage kann ich treffen. Ich kann auch noch nicht mal sagen, ob Questen schwieriger wird oder nicht. Weil ich keine Ahnung habe. Ne, Brunnen müssen auf jeden Fall bestiegen werden. Das ist extrem wichtig. Das weiß aber auch jeder WoW-Spieler. Jeden Brunnen oder jedes höhere Objekt gilt es zu besteigen. Und ich bin mir sicher, wenn wir das jetzt hier 3 Stunden lang machen würden, würden wir auch nach oben kommen. Aber darum geht es jetzt hier gerade nicht. Und konzentrieren uns auf die Hauptaufgabe, nämlich die Rolle der Geißelmagie. Aber ist schon krass. Also wirklich. Es ist halt wirklich so ein bisschen, als ob man zurück in den Kindergarten geht gerade so. Wisst ihr, was ich meine? Also. Und das meine ich absolut nicht negativ. Kindergarten war so eine geile Zeit in seinem Leben eigentlich, ne? Nur Scheiße gebaut, rumgeeiert irgendwie. Und das war's. Und es ging so um die grundlegenden Dinge, ne? Essen irgendwie, die Welt kennenlernen, in den Sand pinkeln haben wir immer gemacht zum Beispiel. Wir hatten vor dem Kindergarten so einen riesigen Sandkasten, haben wir immer reingepinkelt heimlich, also immer uns so hingehockt. Sandhaufen übergehäuft, so über unseren Schoß und dann ist einfach laufen lassen. Wunderschöne Kindergartenerfahrung, kann ich euch sagen.
Weil die Erzieherinnen nichts davon mitbekommen haben. Wir haben sie einfach nur angelächelt. Ja, das sind die Kinder im Kindergarten, Leute. Und so ist auch ein Stück weit, wenn man sich hier zurück in das Startgebiet von WoW begibt. Wie, als ob man so zu diesen Grundfesten eigentlich und diesen Grundpfeilern von einem MMO zurückkehrt. Ne? Einfach nur die Welt sich anschauen und irgendwie rumeiern, irgendwie, keine Ahnung, auch mal so ohne so ein perfektes Ziel irgendwie rumzulaufen. Einfach, weiß ich nicht, so ein bisschen auch mal sich treiben zu lassen, so. Herrlich, wirklich herrlich. Wunderschön. Und wirklich erschreckend, wie das im Laufe der Zeit eigentlich verloren gegangen ist. So, ne? Dass es überhaupt nicht mehr darum geht. Es geht nur um Geschwindigkeit. Es geht nur darum, nennt der Char soll 70 werden. Und der 70 soll er alle Rufe voll haben. Und dann noch alle Berufe. Und dann Raid lockt man. Und dann war es das halt, ne? So, gut gemacht. Ich wusste, dass ihr für diese Aufgabe geeignet sein würdet. Sobald wir uns auf der Insel wieder frei bewegen können, werde ich meine Sachen gut einsetzen. Wie ich schon sagte, ihr könnt den Ranzen behalten. Außerdem könnte auch dieses Rüstungsteil von Nutzen für euch sein. Betrachtet es als großzügige Entlohnung für eine einfache Pflichterfüllung. Alright. Für den Sonnenbund. Gerne doch. Lebt wohl. So, wir müssen für ihn noch zum Schrein von Dasremar. Und auch hier habe ich wieder keinen Plan, wo wir hin müssen. So, was hat der gute Herr denn hier geschrieben? Genau, Dasremar war der erste König der Blutelfen, der sie durch den Mahlstrom von Kalimdor hierher geführt hat. Auch nochmal interessant. Im Westen auf... Okay. Der Schrein ist irgendwo im Westen und wir sollen uns die Tafel durchlesen. Westen müsste sich irgendwo hier befinden. Ich bin mal gespannt, wo wir den Schrein finden werden. Also hier bei Lantern? Ja. Nein, oder? Wo ist der Schrein? Wo ist der Schrein? Von Dasremar. Wird hier ausgeschildert oder so? Nee, ne? Zum Schrein hier entlang. Ja, zum Schrein. So, Akademie von Pfeiltrainer. Okay, der geht da lang. Der Sonnenturm geht's da lang. Und noch Silbermond wird... Ach so, Silbermond wieder hier, okay. Ach so, stimmt. Silbermond ist dann hier irgendwo, ne? Ich dachte halt irgendwie so in meinem Kopf, dachte ich, Silbermond wäre da. Was aber irgendwie dämlich wäre. Okay. Warte mal, westlich ist natürlich auch eine Auslegungssache auch, ne? Wenn man lange genug in den Westen geht, Leute, ist mal wieder, ne, wo? Im Osten. Ja, der Schrein von Dasremar. Wo ist der Schrein? Vielleicht das Ding da? Ne, das ist der Brunnen. Der Westen ist doch... Da ist Norden, da ist Westen, oder nicht? Oder bin ich schon viel zu weit gegangen hier? Also immer noch wirklich eine Wonne für die Augen, die Fähigkeiten vom Paladin. Ja. Der Schrein von Dasremar. Ich glaube, ich habe... Oh ja, oder? Das ist aber stimmt. Oder? Ist westlich? Ja, gut, ist schon, ne? Ja, okay, da haben wir ihn.
Da haben wir ihn. Und ein weiteres Erfolgserlebnis auf meiner kleinen Erkundungstour hier. Ganz ehrlich, den Schrein von Dasrimar habe ich in meinem ganzen Leben noch nie vorher gesehen. Das ist der Schrein. Das ist tatsächlich, Leute, das ist es nämlich. Endlich. Das ist es, Leute. Das ist der Schrein. Er hat natürlich eine gewisse Form, über die wir jetzt nicht weiter nachdenken, aber ja, das ist der Schrein, Leute. Also, wer auch immer das hier designt hat, ja, wunderschön. Okay. So. Wir gehen rein. Ihr habt den Standort des Schreins entdeckt. Bei einer genaueren Untersuchung verspürt ihr eine starke Präsenz der seltsamen Kraft, welche die gesamte Insel in ihrem eiskalten Griff hält. So nah am Schrein beginnt ihr euch unwohl zu fühlen. Ein Gefühl der Unsicherheit beschleicht euch. Auf der bronzenen Platte am Rande des Schreins seht ihr eine Inschrift. Dies ist der Schrein von Dasrimar. Ein würdiger Tribut für einen noblen Elf. Mögen alle, die dieses Monument erblicken, sich daran erinnern. Auch irgendwie ungewohnt, wie die Blutelfen auch von Elfen sprechen. Das vergisst man irgendwie immer, finde ich so, ne? Bei Nachtelf denkt man immer, okay, klar, es sind Elfen, aber bei Blutelfen, aber letztendlich sind natürlich auch alles Elfen. Mögen alle, die dieses Monument erblicken, sich daran erinnern, mit welcher Hingabe er sein Leben im Kampf gegen die Geißel opferte, um unser aller Überleben zu sichern. Alles, was in Kel'Thalas lebt und gedeiht, verdankt seine Existenz diesem einen Mann. Okay. Dasrimar. Ihm haben wir es also zu verdanken, dass wir heute hier leveln dürfen. Vielen Dank. Hätte es irgendwie gefeiert, wenn man irgendwie nur so ein Bild oder so von ihm gesehen hätte, ne? Irgendwie so. Aber so beschränkt sich das Monument unter Umständen nur auf einen Körperteil von ihm. Aber ja, man hätte irgendwie hier nochmal so ein Bild oder so. Ja. Na gut. Alright, haben wir. Und dann würde ich sagen, gehen wir abgeben. Müssen wir damit hin? Auch wieder zu dem Solanian. Ich denke jetzt halt immer Solarian. Das wird ja dann Boss in ZI später. Ja, bei dem müssen wir es abgeben. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon aus dem Startgebiet, vom Startgebiet, so langsam, oder im Startgebiet, vom Startgebiet so langsam fertig. Das ist dann doch relativ überschaubar, ne? Man startet hier. Muss ich so ein paar Viecher klatschen, einmal auf den Turm da oben drauf, zwei, drei Dinge hier holen. Und dann ist man quasi auch schon im Geisterland. Nee, sind die Geisterlande hier? Die sind hier unten erst, ach so. Im Immersangwald dann, oder wie? Ah, okay. Ah, okay, und gerade sind wir quasi noch auf dieser Insel hier, okay. Na gut. Wunderschön hier. Wird aber so herrlich, wie die so filigran jumpen. Wer hätte nicht gerne auch eine Blutelf-Freundin, um mit ihr durch die endlosen Weiten von WoW zu streifen? Die ewige Sonne leitet uns. Ah, der Fellowina, danke, dass ihr mir von euren Beobachtungen beim Schrein von Dasrimar erzählt habt. Euer Forscherdrang hat uns und eure ausgezeichneten Dienste geleistet. Hat uns und euch heute ausgezeichnete Dienste. Also, ich frage mich immer, ob ich schlecht lesen kann oder ob die Grammatik manchmal ein bisschen weird ist, so, aber vielleicht auch eine Kombi von beidem. Ich bin sicher, er wird euch nicht nur hier, sondern in ganz Azeroth von Nutzen sein. Was eure merkwürdigen Empfindungen beim Schrein angeht, ich denke, dass sich dort ein Teil der Verderbnis eingenistet hat, die gesamte Insel der Sonnenwanderer bedroht. Okay. Wir werden die Sache im Auge behalten. Danke, dass ihr uns alarmiert habt. Also anscheinend selbst hier im Startgebiet der
des Startgebiets. Ja, haben wir schon wieder die Verderbtheit, wie überall, mit allen Startgebieten. Und die muss natürlich bekämpft werden. Gut. Die Gerechtigkeit wird obsiegen. Jorella. Und damit sind wir offiziell fertig hier. Ich würde gerade nochmal verkaufen gehen. Was sucht ihr? Und ich müsste auch nochmal zum Paladin-Lehrer. Euer Gott ist hier willkommen. Shirella Run. Ich habe einzigartige Waffen. Shirella Run. Bleibt wachsam. Natürlich, natürlich. Wo war der Paladin-Dude? Hier. Na, auch ein Level 6, ne, für die Upgrades. Ah, okay. Nächstes Level bekommen wir 100 Sachen. Der Tag Schade. Der Abrechnung wird kommen. Der Tag der Abrechnung wird kommen. Nur mit wem wollen die eigentlich abrechnen? Wäre auch nochmal so ein bisschen die Frage. Okay, so. Sprecht mit Kundschafterin Alarion nahe der Brücke, die in den Süden der Insel der Sonnenwanderer führt. Okay. Ah, und ich glaube auch, Leute, ich glaube, also das Startgebiet hier ist schon mega schön, ne? Wir haben es auch gerade 10:30 schon wieder. Ich nehme wieder relativ spät auf. Deswegen ist es nicht so schön wie am Tag. Also, Nacht ist auch schön, aber eigentlich finde ich die Gebiete nachts immer schöner noch. Aber ich finde das Gebiet hier gerade auch tagsüber sehr schön. Aber ich glaube tatsächlich, diesen nächsten Bereich hier habe ich noch mehr gefeiert damals. Das ist quasi Startgebiet des Startgebiets. Ich glaube, so nenne ich das Video. Im Startgebiet des Startgebiets. Genau, jetzt sind wir nämlich quasi erst im Immersangwald angekommen. Auch richtig cool gemacht, ne, wenn man hier... Ist auch alles, man geht hier einfach so vorbei. Das muss alles designt werden auch, ne? Wie man hier über diese Brücke rüberkommt. Ein bisschen auf Rosengarten angelehnt hier. So, hier haben wir schon Kundschafterin Alarion. Ehre den Sindorei. Ehre den Sindorei. Oh, hallo Paladin. Ich hörte schon, dass ein... Okay, ich soll ja nicht mehr so fett verstellen. Ich glaube, es kam nicht so gut an. Aber mir hilft das auch mal so ein bisschen, um da reinzukommen ins Feeling. Aber ich glaube, ich mache es nicht mehr so übertrieben. Also, oh, hallo Paladin. Ich hörte schon, dass eine von Magistrix Ironas findigen Blutelfen sich auf den Weg hierher gemacht hat, um uns Kundschaft dann ein wenig zur Hand zu gehen. Etwas Hilfe kommt uns sehr gelegen, insbesondere von jemand so tatkräftigem wie euch. Seid ihr bereit, ein oder zwei Botengänge für uns zu erledigen? Ja, ich meine, wir sind eh gerade auf dem Sprung hier, warum nicht? Es ist ein hartes Stück Arbeit, ein Kundschafter zwischen der Insel der Sonnenwanderer und dem Falkenplatz zu sein. Knappe Zeitvorgaben, lange Arbeitszeiten und noch schlimmer. Na klar, die Raucherpausen. Nein, die Getriebenen. Die Straße im Süden führt durch die Ruinen von Silbermond. Ein Ort, an dem es nur so von Getriebenen wimmelt. Ach so, da müssen wir dann durch, okay? Ach so, also, das raffe ich gerade zum ersten Mal. Nach 13 Jahren oder so, seitdem es Burning Crusade gibt, dass diese untotigen Arten, also die untotenartigen Viecher, die da rumrennen, sind also zum Teil auch die Gerechtigkeit wird obsiegen. Blutelfen, ich mache die Mucke ein bisschen leiser. Blutelfen, die euer Anliegen. So die Kontrolle verloren haben und nach Magie suchen, so, ne, wie so Süchtige. Ah, okay. Habe ich tatsächlich noch nie geschnallt vorher. Und jetzt frage ich mich gerade. Ach so, naja, alles gut. Mir gerade, warum White Questlog, aber das wird erst angezeigt, nachdem wir die dann haben, die Quests. So ein bisschen blöde. Und dann, eigentlich müsste ich die immer erst annehmen. Tut allen Widersachern. Und dann durchlesen. Also,
Alles nicht so leicht, alles nicht so leicht. So. Genau, so, die Straße im Süden führt durch die Ruinen von Silbermond, ein Ort, an dem es nur so von Getriebenen wimmelt, die darauf warten, euch für ein paar Mana-Kristalle töten zu können. Ich glaube, dieses Schicksal hat unsere letzte Kundschafterin ereilt. Wir hatten sie mit einem von Ironas Päckchen entsandt. Okay. Wie ich sehe, brennt ihr bereits darauf, euch beweisen zu können. Reist zum Dämmerweg und sucht nach Spuren unserer Kundschafterin. Okay. Der Dämmerweg ist, glaube ich... Oh, das ist jetzt auch schwierig. Müssen wir dann hier lang? Was ist euer Begehr? Hier wird es in Silbermond reingehen, beziehungsweise in die Ruinen. Müssen wir nochmal ein bisschen genauer lesen. Ach nee, genau, das war ja so. Silbermond ist ja nur auf der einen Hälfte Hauptstadt. Und auf der anderen Hälfte ist nichts. Das sind nur Ruinen oder so, glaube ich, ne? Stimmt, aber wieso war das, glaube ich? Aber, ob das wirklich so ist, Leute, werden wir leider in der heutigen Let's Play-Folge nicht mehr herausfinden. Wir machen mit diesem unfassbaren Cliffhanger Ende. Und wir haben die Brücke überquert, Leute. Und in der nächsten Woche geht es weiter. Da werden wir die Ruinen von Silbermond erkunden. Und mal gucken, wo sich hier die Getriebenen aufhalten. Es bleibt spannend, Leute. Ich hoffe, euch hat das heutige Let's Play gefallen. Und lasst mir gerne einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen, wie würde Herr Newsham sagen, Morgen, Mittag oder Abend. Lasst euch hier gerade noch in dieser malerischen Kulisse ein wenig schwelgen. Dann beenden wir das heutige Video. Bis zum nächsten Let's Play. Euer Defiler. Ciao, ciao.